da drinnen steckt das serienmäßig stärkste Einzylinder-Triebwerk der Welt. Mächtig, sage ich euch. Mein Name ist Ernst, ich bin dafür ein Motorchecker in Spanien. Ducati hat geladen zur Präsentation der neuen Hypermotard 698 Mono in der RVE-Variation und in der Standard-Variation. Und ich persönlich war schon sehr gespannt, wie Ducati nach 50 Jahren Pause den Einzylinder interpretiert. Und ein kurzer Blick auf das Datenblatt hat gleich gezeigt, das ist ein halber Panigale 1299 Motor. Eine richtig fette Bohrung, 116 mm, extrem kleiner Hub von 62,4 mm. Und die zwei Werte sagen schon aus, Ducati generiert die gewaltige Leistung aus der Drehzahl. Es wurde extrem auf Leichtbauweise geachtet. Das sieht man schon von außen, Magnesiumdeckeln auf der Kupplungsseite, Magnesiumdeckel auf der Lichtmaschinenseite, wir haben sogar einen Magnesiumdeckel, also als Ventildeckel. Und wenn man dann nach innen schaut, hat die Ducati Corse-Abteilung, also die Racing-Abteilung, einen ganz mächtigen Abdruck hinterlassen. Wir haben eine Zylinderlaufbüchse aus Alu, die kennen wir aus der Superleggera Panigale, die ja extrem leicht war, extrem viel Leistung gehabt hat und auch extrem teuer war. Aber so ein Teil ist da als Zylinderlaufbüchse installiert worden. Wir haben DLC-beschichteten Kolbenbolzen und DLC-beschichtete Kipphebeln, die ja für die Desmotromik zuständig sind beim Anheben und beim Schließen des Ventils. Und man kann sich vorstellen, das Teil dreht 10.000 Touren und ein bisschen drüber, 10.250 glaube ich. Und bei 10.000 Touren macht das Ventil schon 5.000 Mal auf und 5.000 Mal wird die Nocke auf den Kipphebel schlagen. Und da macht ein niedriger Reibungskoeffizient natürlich auch Leistung. Die Oberflächenhärte spiegelt sich dann im Serviceintervall auch nieder. Da liegen wir da bei 30.000 Kilometer Ventilservice, Ventilspielservice und bei 15.000 Kilometer Ölwechsel. Also das ist auch eine Benchmark, die Ducati setzt in dieser Klasse, muss man ganz offen sagen. Wir haben ein Sechsganggetriebe, eine lange, sage ich jetzt einmal, geile erste für Supermotorfahren und eng abgestufte 5 weitere Gänge, die wir in der RVE Variante mit einem Schaltautomaten bedienen, der auch eine Blipperfunktion hat. Rauf und runter ohne Kupplung, wirklich ein feines Spiel bei Ducati wie gewohnt. In der Standardversion haben wir den leider nicht verbaut. Das ist ein bisschen ein Manko, würde ich mal sagen. Da muss man schon ein paar hundert Euro in die Hand nehmen, das über die Theke vom Händler seiner Wahl schieben, um den zu motivieren, dass er da auch einen Schaltautomat montiert, so wie bei der RVE er Standard ist. Zur Optik, was natürlich ganz auffällig ist bei einer Supermotard, ist natürlich die Auspuffanlage. Und da haben wir da eine Doppelrohr-Auspuffanlage unterm Heck verbaut, serienmäßig. Und es gibt natürlich auch eine Racing-Auspuffanlage, eine Komplettanlage von Terminioni, wie wir sie da auf der RVE jetzt haben. Der Preis hat mich gar nicht so geschreckt. Ich glaube, ab 2.800 Euro ist man da schon dabei. Und die macht nicht nur einen wirklich mächtigen Sound, sondern da drückt das Gerät dann 85 PS ab. Und das ist in einer Supermoto wirklich eine Benchmark. Ich glaube, serienmäßig findet man da nicht wirklich was Stärkeres. Wir haben eine lange Sitzbank, so wie sie fürs Supermoto gehört, die ist drüber gezogen über den flachen 12-Liter-Tank. Du hast da einen großen Spielraum, um den Druck zu verteilen. Du sitzt ja eigentlich beim Supermoto vorn Vorderrad orientiert, relativ weit vorne, damit du das Hinterrad tanzen lassen kannst. Dazu ist auch der Lenker super ergonomisch geformt. Der ist eher nach vorne gerichtet und hat noch dazu die Einstellmöglichkeit, wenn du die Klemmen umdrehst, bist noch einmal um 8 mm weiter vorne und bringst noch einmal mehr Druck auf das Vorderrad. Und bleiben wir gleich beim Vorderrad, da sehen wir wieder die halbe Panigale. Eine mächtige 330er Bremsscheibe ist da drinnen mit Aluflansch, wieder leichtbauweise. Eine tangential aufgenommene M432 Brembo Monoblockzange, die mit den 32 mm Kolben den Druck auf die Scheibe ausübt. In Verbindung mit dem radialen Bremszylinder und dem voll einstellbaren Bremszylinder Hebel, ist das eine wirklich feine Geschichte zum Dosieren. Hinten haben wir zwei 45er Scheibe im Einkolben schwimmend gelagert. Zum Fahrwerk. Altbekannt und altbewährt Mazzocchi Sachs. Wir haben vorne eine Mazzocchi Gabel aus Alu, aber die ist um ca. 1 Kilo leichter wie die normale Mazzocchi Gabel. 215 mm Federweg und hinten haben wir ein Sachs Federbein, das progressiv angelenkt ist. Beides natürlich voll einstellbar. Und da gibt es einen ganz tollen Zubehörteil dazu. Weil wir liegen da jetzt bei einer Sitzhöhe von 904 mm. Das ist jetzt für so eine Größe, wie sie ich auch habe, jetzt nicht das ganz Optimale. Beim Supermotofahren auf der Rennstrecke ist eigentlich egal. Aber im Alltagsbetrieb tut man sich, wenn man kleiner ist oder auch Anfänger ist, relativ
schwerer mit einer höheren Sitzposition. Und da gibt es einen Fahrwerkskit und eine niedrigere Sitzbank. Die niedrigere Sitzbank hat um 1,5 cm weniger Bauhöhe als das Fahrwerk. Da wird vorne die Feder gewechselt und hinten die Feder gewechselt. Da liegen wir dann um 40 mm oder um 45 mm tiefer. Also das macht dann schon ein sehr handliches Teil und man fühlt sich da auch als Anfänger sicherlich im Stadtverkehr wohler. Und jetzt zum Sahnehäubchen der Elektronik. Ducati hat da einen sechsachsige Trägheitsplattform von Bosch installiert, die interagiert mit den meisten Features des irre großen und überkompletten Elektronikpakets. Wir haben zum Beispiel 3 Power-Modi, wir haben 3 Traktionskontrollen-Modi, wir haben erstmalig 4 ABS-Modi in dem Teil. Wir haben 4 Willi-Kontrollmodi, wir haben Ducati Multimedia-System vorbereitet, wir haben Bluetooth, wir haben eine Launch-Kontrolle. Wenn man jetzt das ABS zum Beispiel hernimmt, vierstufig, Level 4, vorne und hinten safe, da bricht nichts aus. Level 3, du hast vorne die Schräglagen-ABS aktiv, hinten sind leichte Slides möglich. Level 2, vorne aktiv, Schräglagen-ABS und hinten sind Slides bis zu 50 Grad möglich. Und dann gibt es noch den Level 1, da habe ich vorne keine Schräglagen-ABS-Funktion, nur die normale ABS-Funktion und hinten kann ich das Rad frei tanzen lassen. Die zwei Leveln 3 und 2 nennt man auch Slide-by-Brake, das ist möglich mit dem Sensor, den ich jetzt schon angesprochen habe. Wirklich eine feine Geschichte. Dann haben wir 4 Willi-Modus, also Willi-Control-Modus und Ducati nimmt das Wort Willi-Control wirklich so, wie man es eigentlich verstehen sollte, kontrollierte Willis. Du hast in der Stufe 4, hebt das Vorderrad gar nicht ab. Willi-Control im Level 3 hebt das Vorderrad ein bisschen ab und Level 2 etwas mehr. Das sind so die zwei Leveln für das schnelle Rennstreckenfahren, würde ich mal sagen. Weil da ist ja jede Galeriestellung ja eigentlich nur fürs Publikum und nicht für die Rundenzeit. Und der Level 1, ein Speziallevel, würde ich jetzt einmal sagen, der ermöglicht, dass du mit einem Gasstoß die Hypermotard in die Galerie bringst und bevor du das Kippmoment nach hinten erreichst, holt dich die Elektronik wieder runter. Also da sind so Winkeln um die 35, ich glaube sogar bis 40 Grad möglich. Dann holt die Elektronik wieder runter. Eine super feine Sache, weil nichts Blöderes ist, wie wenn da beim Willisieren das Hinterrad zwischen die Beine nach vorne flutscht und du am Kreuz liegst wie der Jesus am Asphaltband. Und wie wenn das nicht schon genug an Sahnehäubchen wäre, setzt Ducati da noch eins drauf und du kriegst im Zubehörkatalog, wenn du die Komplettanlage auch montiert hast, den sogenannten Willi-Assistenten, Willi-Assist. Und das ist ja ganz eine feine Geschichte. Da kannst du in der Galeriestellung von der ersten bis in die dritte schalten und das Drehmoment wird immer so in das Hinterrad geschickt, dass du nicht nach hinten kippst, aber das Vorderrad immer in der Galeriestellung bleibt. Das kannst du bis in den dritten Gang, bis in den Begrenzer des dritten Gangs in der Galeriestellung bewegen. Also eine perfekte Geschichte, würde ich jetzt einmal sagen. Dann haben wir noch eine Launch-Control. Im Stadtbetrieb ein Must-Have. Du rollst hin zur roten Ampel, Launch-Control aktivieren, stellst dir vielleicht noch neben einen orangenen Mitbewerb, kurz bevor es grün wird, Vollgas und wenn es auf grün schaltet, die Kupplung fast schnalzeln lassen. Und bevor noch der orange Mitbewerb sein Kupplungspaket kraftschlüssig macht, bist du einfach weg. Da hast du sicher schon 10, 15 Meter gut gemacht. Und da würde mich interessieren, was du zu Hause denkst über das Elektronikpaket. Ist das eine nützliche Geschichte in so einem Supermotard-Gerät oder kann man da eigentlich leicht verzichten auch drauf? Vielleicht in die Kommentare dazu schreiben, würde mich sehr interessieren. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, das Elektronikpaket, dann würde ich jetzt einmal sagen, der Supermoto-Experte ist da genauso gut bedient wahrscheinlich, wie der Wappler. Und was der Wappler dann noch für einen Vorteil hat mit der Elektronik ist, dass der in relativ kurzer Zeit, mit relativ wenig Spitalsaufenthalt, nehme ich mal an, sich zum Supermoto, zum ernsten Supermoto-Fahrer entwickeln kann. Du hast die Möglichkeit, dass du an jedem Level immer trainieren kannst, den ausreizen kannst, da an die Grenzen gehen kannst und dann bringst du dich in den nächsten Level, in die nächsten Leveln und so weiter. Also das ist ja fast ein Fahrschulmoped für Supermotofahren. Also ich war sehr, sehr begeistert von dem Teil, wie wir da heute testen durften, die Standard genauso wie die RVE-Variation. Meine Bedenken bezüglich der Motorleistung, die ich da am Datenblatt gesehen habe, die haben sich dann
sofort in Luft aufgelöst, weil Ducati das wirklich, wie sie es auch erzählt haben, zusammengebracht hat über das Motormanagement, die das Drehmoment bei 3.500 Touren schon zu 70% zur Verfügung stellen können und bei 4.500 Umdrehungen haben wir schon 80% des maximalen Drehmoments. Ducati nimmt ja mit der Leistungsangabe in dem Fall auch sehr, sehr genau. Ducati spricht da von 77 Pferden und einem Pony. Also wirklich 77,5 PS. Ich muss mich da gleich outen, ich habe das 0,5 PS nicht orten können, aber vielleicht gibt es sensiblere Supermotofahrer, die das finden und auch ausquetschen können. Bei mir, wie gesagt, hat es nicht geklappt. Ja, also ein Funbike der Superlative, würde ich jetzt einmal sagen. Leider habe ich eine Baustelle zu Hause, weil sonst würde ich mir einen doppelten Boden in die Garage einziehen und so eine RVE mein eigen nennen. Mir bleibt jetzt nur mehr zu sagen, tschüss, es war ein sehr geiles Event da und eine sehr geile Experience mit dem Teil und vielleicht bis zum nächsten Mal.